Was würden unsere Eltern machen, wenn ich ihnen erzähle, ich bin... Was du denn? Weißt schon. Eine Schwuchtel. Hey. Was ist so schlimm dran, bis zur Heirat zu Hause zu wohnen? Die fallen tot um. Sag's ihnen bitte. Weswegen wohnen sie es mit Nino besser als mit uns? Weswegen? Nino ist mein Geliebter. Alles okay? Ich hab bloß so reagiert, weil ich meinen Bruder nackt gesehen habe. Willst du damit sagen, mein Nino besteigt euren Angelo? Nein, ich will sagen, es ist genau andersrum. Ich habe das Gefühl, dass alle Welt weiß, was los ist. Komm schon, Mama. Ich komme jeden Tag vorbei. Versprochen. Ups. Ich schwör's, ich kann einfach jeden bekehren. Gib mir eine Stunde im Schwulenviertel. Danach gibt es kein Schwulenviertel mehr. Ein Capito. Es gibt ein homosexuelles Viertel? In der St. Catherine Street zwischen der Baudry und der Papineau. Wie kommst du, dass du so viel über dieses homosexuelle Viertel weißt? Augenblick, nennst du mich jetzt etwa einen Homosexuellen? Von irgendjemandem muss er es ja haben. Also, wenn du willst, kehren wir um. Nein, ich find's super, ehrlich. Es wird erst aufgestanden, wenn du mit Essen fertig bist. Ach, und was passiert, wenn ich jetzt aufstehe? Basta! E porca Eva, puttana boia. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Ich werde das blöde Ding zerreißen! Mio, mio! Danke! Das ist ein Tribut an meine Familie. Oh, Nino. Guck dir dieses wunderhübsche Gesicht an, Süße. Und jetzt? Denk mal an seine fette, faltige Mutter. Neben genau diesem Gesicht wirst du einmal enden.